Herzlich willkommen zurück zu Pein mit Arezo. Ich bin Arezo und ich weiß nicht, warum wir hier direkt dem Ausgang zugewandt sind. So, Einsatz der Dings da ist nicht möglich, des Fernlades, der Ballons. Brauchen wir aber auch gerade gar nicht. Wir sind in diesem neuen Zuhause, das wir uns gebastelt haben. Na gut, das wir geöffnet haben. Okay, ich weiß nicht, was diese... Okay, ja, es lässt das einfach runter. Warum will ich das runterlassen? Eventuell kann man von der anderen Seite ankommen und dann ist es runtergelassen worden, weil sich das Spiel das nicht merkt. Das halte ich dafür möglich. Oh! Da unten haben wir direkt ein Dorf. Okay. Scheint so, als hätte Yu recht gehabt und hier kann man wohnen. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Da hinten haben wir mal wieder eine Wandmalerei. Außerdem leuchtet da was. Okay, interagieren. Diese Häuser, sie haben große Ähnlichkeit mit unseren. Das hier muss der Ort sein, von dem die Menschen ursprünglich herkommen. Könnte auch einfach sein, dass die gleiche Herkunft haben, aber nicht von hier kommen. Also dass dass sich eine Gruppe dort geteilt hat eben. Das hier muss der Ort sein, von dem aus der Menschentyrann alles organisiert hat. Sie haben ihn mit den Äußerfunden versiegelt und dann von hier aus gearbeitet. Ich muss so bald wie möglich reinen Tisch machen. Okay, ja, machen wir demnächst. Bergelit-Schild, okay. Und direkt ein bisschen Bergelit, um den Schild zu basteln wohl. Bergelit-Axt, okay. Hier gibt es zweifelsohne Zeichen fortschrittlicher Handwerkskunst. Dieser Ort wird ein perfektes Zuhause abgeben. Hoffentlich halten sich die Tambas an ihren Teil des Abkommens. Und hoffentlich finden Ilma und Iam den Mut, den sie brauchen werden. Okay, Dünneisen, noch mehr Dünneisen, noch mehr Dünneisen. Beute voll, okay. Das ist nicht, was ich wollte. Gut, wir wollen Ausrüstung fertigen. Oder uns das zumindest mal angucken. Bergelit-Axt. Können wir uns direkt herstellen. Maholz, Alpha-Pfand-Leder. Kein Problem, beides Dünneisen. Ja, schon eher ein Problem, aber wir haben welches da. Bergelit, teuer. Sablika, okay, haben wir noch ein bisschen. Und ein paar Essenzen. Gut, eine extrem robuste Axt, die hohen Schaden zufügt. Und die hat 5 Sterne. Bergelit-Schild. Maholz, aber Dünneisen, Bergelit, weniger Bergelit, okay. Auch 5 bei allem. Momentan hat unser Schild, Moment, erstmal unser Bogen hat 4, okay. Unser Schwert, hier ist unser Schild hat 4 bei allem. Wo ist unser Schwert? Das ist nicht, das ist das Jägerschwert. Oder ist es das Jägerschwert? Ja doch, eine schwere Klinge, die schweren Schaden zufügt. Ja, okay, da haben wir schon 5 Sterne. Das heißt, die Axt brauchen wir gar nicht. Das heißt, wir basteln uns einfach den Schild, schätze ich. Ups, jetzt habe ich was gegessen aus Versehen. Aber das müssen wir auch nicht unbedingt jetzt machen. Wir können noch gucken, ob uns Groff als nächstes Ausrüstungsstück eventuell den Schild gibt. Erstmal Licht machen, ne? Nicht zu viel Licht. Wir wollen auch nicht die ganze Energie verschwenden. Warte auf den Häuptling, ja. Bin dabei. Ich meine, ich gucke hier eben noch, ob ich irgendwas finde, das sie noch versteckt haben. Okay, für Warte auf den Häuptling haben wir da hinten die Markierung. Okay, ich schätze... okay, hier können wir eine Tür öffnen, denke ich. Wenn wir die richtige Taste drücken. Oh, okay, das ist das hier. Au! Das tut doch weh, Mensch. Okay.
keine Zeit für die Fahrstühle. So, hier können wir warten. Oh, da oben ist eine Abwärtskurskugel. Sehr schön. Okay, warum war das so laut eben? Das klang, als würde Groff ankommen und nicht Schnuski. Also, dann wollen wir uns mal über die Weltherrschaft unterhalten. Das ist nicht ganz, was ich wollte. Ich will nur ein freies Geleit für die die Tambas haben mich dafür bezahlt, dir zuzuhören, aber ich verliere schnell das Interesse. Ihr könnt die Wackelklippen haben. Und meine Unterstützung bei allen zukünftigen Unternehmungen. Außerdem werde ich unsere Technologien mit euch teilen. Naja, das Schicksal hat uns hierher geführt. Dass du mir hilfst, Territorium zu erobern, sollte genügen. Ich meine, was ist Weltherrschaft außer eben dieses Erobern der Territorien? Ich sehe keinen Unterschied hier gerade. Territorium erobern? Natürlich, was anderes können wir gar nicht machen. Du musst dafür sorgen, dass wir das dieser Höhle nächstgelegene Dorf kontrollieren. Danach werden meine Leute für freies Geleit sorgen. Währenddessen werden wir aber oft überfallen werden. Du wirst also was dagegen unternehmen müssen. Und jeder andere Mensch eigentlich auch. Okay, machen wir. Danke. Hier, benutze das, wenn du uns brauchst. Was habe ich bekommen? Neues Inselkonzept. Die folgende Auswahl wird für den Rest deines Abenteuers wichtig sein. Überlege sorgfältig, welcher Spezies du dich verpflichten willst. Denke über ihre Stärken und Schwächen nach. Ist das nicht etwas, das sie mir vielleicht hätten sagen sollen, bevor ich den Tambas gesagt habe, mit wem ich mich verbünden will? Hilf der Spezies deiner Wahl, die Kontrolle über die Moorfrucht zu erlangen und sprich mit ihrem neuen Anführer. Okay. Gut, also hier können wir wahrscheinlich was bauen demnächst, irgendwann mal. Erstmal möchte ich die Amphiskurskugel haben. Ich dachte bis eben, ich bräuchte noch eine, damit ich mir zwei Dinge bei Groff abholen kann. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe schon 10. Trotzdem sammeln wir die jetzt natürlich ein. Sehr schön. Hier fühlen wir uns doch direkt heimisch, ne? Nachdem wir in Baumhäusern aufgewachsen sind. Okay, ich glaube fast, das ist nicht dafür gedacht, dass man tatsächlich langlaufen kann. So. Hier hätten wir Dünneisen, aber Dünneisen brauchen wir gerade nicht. Schauen wir uns hier hinten noch um, aber ja, also aus irgendeinem Grund. Also wahrscheinlich sind wir gerade relativ hoch im Berg und ja, da unten wird das Dorf sein. Okay, wir hauen hier ab, gehen zu Groff, holen uns unsere zwei neuen Ausrüstungsgegenstände. Gehen wir mal hier lang und gucken, wo wir da ankommen. Vielleicht haben wir einen Hinterausgang. Nee, sieht nicht so aus. Ich denke, das führt jetzt gerade wieder zurück zum Dorf. Ja. Okay. Dann hier wieder hoch. Wo muss ich hier lang? Hier rein, ne? Hier essen mal wieder was, um die Ausdauer wiederherzustellen. So viele Fackeln hier. So, hier jetzt nicht stehen bleiben und raus geht's. So, was wollten wir... Also, wir holen uns einen Alpafanten erst einmal. Die Alpafanten sind hier direkt in der Nähe. Und dann reiten wir zu Groff. Da sind auch ein paar Schnapper. Aber die sollten kein zu großes Problem sein, wenn wir direkt losreiten, ne?
Okay, ich sehe jetzt hier gerade nur die Schnapper. Das heißt, wir kümmern uns einfach mal... Ne, okay, die schlafen. Dann müssen wir gar nichts mit denen machen. Aber ich sehe auch keine Alpafanten. Die Kontrolle über die Moorflucht. Und dort ist die Moorflucht und die gehört gerade zu den Krokern. Okay. Und irgendwas haben sie mir noch mitgegeben, aber ich weiß nicht was. Okay, egal. Ich brauche keine Hilfe. Außer dabei die Karte zu schließen. Das fällt mir immer noch nach... Wie viele Folgen haben wir schon? Wir sind nah an den 40, ne? Und ich habe es immer noch nicht gelernt, die Karte mit M wieder zuzumachen. Ach Gott, das ist ein weiter Weg. Mal sehen, ob wir Platz für Zahnstein haben. Nein. Und danach haben wir das erste Mal, dass wir tatsächlich ein Dorf hier erobern müssen. Ich denke, wir könnten... Ja, wir holen uns höchstwahrscheinlich erst einmal so ein Plünderkommando von den... Von den Füchsen ab. Ich habe schon wieder... Von den Fechseln ab. Beute voll, okay. Nee, gerade noch nicht. Und dann würde ich dafür sorgen, dass möglichst wenige von den Krokern erstmal übrig sind und dann die rufen. Da hinten leuchtet's. Ah, das ist Schlüsselgraphit. Okay. Ich hatte auf eine Dings da gehofft, aber ich nehme auch Schlüsselgraphit. Eine Amphiskuskugel. Also auf eine Amphiskuskugel hatte ich gehofft. So. On top. Na gut, kein Hopp. Verdammt. Hier muss es doch hochgehen. Was hat hier so geknurrt? Ach, schon wieder Krocker. So viele Krocker. Ich habe keine Zeit für euch. Hier war meine Amphiskuskugel. Hier komme ich nicht einfach hoch, okay. Hier vielleicht? Ja. So. Oh, kein Wunder, dass hier Krocker sind. Wir sind direkt bei einer Krocker-Basis. Wir essen wieder was, einfach damit wir mehr sprinten können. Ach Gott, ist das noch ein weiter Weg. Und weit und breit keine Alpafanten. Aber Schnapper immerhin. Leider darf ich die nicht reiten. Danke sehr. Wartet, nicht wegrennen. Hey, wenn ihr mir schon Bescheid sagt, dass ihr da seid, dann müsst ihr doch auch... Hört auf. Stopp. Okay, die Reichweite ist wesentlich größer, als ich dachte. Ich musste bloß erst einmal auf das Zähm-Ding auch umschalten. Ich hatte vorher immer noch das Elektro-Dings drin. Jetzt sollte es auf jeden Fall wesentlich schneller gehen. Hoffe ich. Also, wir gehen zu Groff, wir gehen zu den Fechseln. Wir kaufen uns bei den Fechseln einen Plündertrupp. Dabei können wir auch direkt mal unser Inventar ein klein bisschen leeren, ne? Das unnötige Zeug loswerden. Ach ja, wenn wir bei Groff waren, gucken wir auch erst einmal, ob wir den Schild noch brauchen oder nicht. Okay, ich denke, wir sind relativ nah dran.
Ich kann mich hören. Noch mehr Crocker? Warum sind hier so viele Crocker-Basen? Okay, wir sind aber auf jeden Fall nah dran, dass die Markierung bewegt sich sehr stark. Okay, du wartest mal hier. Au. Und rein geht's. Sehr schön. Außerdem hatten wir da hinten nicht noch einen Teil, wo man die Laterne brauchte. Na ja, zumindest hier haben wir... Was? Okay. Bergelied, sehr... Oh, Beute voll. Zu voll für Bergelied. Vor dir hängt eine Notiz. Die Wendung des Schicksals scheint mich hierher geführt zu haben. Das ist der Pollenpass, ein kleiner, dunkler Ort inmitten wunderschöner Felder. Welch wunderschöne Gedanken ich erfahren habe. Wenn ich nicht gegangen wäre, hätte ich all diese Erfahrungen verpasst. Warum ist gegangen rot geschrieben? Für all jene, die klug genug sind, über ihren Horizont hinauszublicken, habe ich etwas zurückgelassen. Ich gehe mal davon aus, dass der Leser dieser Notiz über einen Kompass verfügt. Ich habe jedenfalls einen Weg gefunden, dich zu einigen meiner Besitztümer zu führen. Ich habe ein paar Ornamente versteckt, die so mit Energie geladen wurden, dass sie in eine bestimmte Richtung zeigen. Das erste dieser Stücke findest du unter einem Baumstamm im schmalsten Teil des Sumpfwalds. Ich hoffe, dass du, mein abenteuerlustiger Leser und gesegneter Wanderer, mit dieser Information mein Vermächtnis ans Licht bringen kannst. Okay. Hilft der Spezies deiner Wahl die... Moment. Finde das erste Ornament. Unter einem Baumstamm im schmalsten Teil des Sumpfwaldes. Okay, kein Problem. Gut, hier haben wir Zeugs, das wir nicht brauchen. Und hier ist noch ein bisschen Bergelied. Hey, Groff. Und, wo ist denn... Wo ist denn der Weg zu Groff? Okay, hier bin ich richtig. Wir essen mal wieder was für die Ausdauer. Hallo. Wunderbar. Schau mal, die Bergelied Eisenschuhe. Keine Ahnung, wie bequem sie sind, aber robust sind sie allemal. Für mein nächstes Kunststück brauche ich nochmal 5 Amphiskuskugeln und 5 Bergelied. Viel Glück. Ja, okay. Habe ich vorher gesehen. Ja. Ups, das war nicht das, was ich machen wollte. Unglaublich. In der Zwischenzeit habe ich an denen hier gearbeitet. Mann, du bist schnell. Bergelied, Beinlinge. Deine Beine jedenfalls wird jetzt niemand mehr abhacken. Das war ein Risiko? Ich glaube nicht, dass das irgendjemand vorhatte. Aber trotzdem danke. Oh, Entschuldigung, das war You. Okay, ja, You spricht jetzt auf wie Groff. Gern geschehen. Für das nächste Stück brauche ich noch ein bisschen mehr Bergelied. Insgesamt 8. Dann noch 5 weitere Kugeln. Schaffen wir das? Vielleicht. Okay. Wir haben mehr Ausrüstung. Das heißt, wir gehen jetzt in die Ausrüstung. Bergelied Eisenschuhe. Statt, was haben wir momentan für Eisenschuhe an? Nicht für Eisenschuhe, was haben wir momentan für Schuhe an? Gar keine! Oder? Hatten wir vorher gar... Handgelenkschoner. Beinschützer, doch, die hier werden... Ja, okay, die Beinschützer waren es. Aber jetzt haben wir tatsächlich keine Hobbitschuhe mehr. Und ja, das ist von 2 auf 5 hoch. Und ich nehme an, bei der Hose ebenfalls. Ja. Sehr schön. Und dann basteln wir uns noch den Schild, denn dieser hier hat nur 4 Sterne überall. Und das ist ja wohl nicht tragbar, deswegen holen wir uns einen Bergelied-Schild. Stärkerer Schild als diesen gibt es nicht. Besteht im Kern aus Albamars härtestem Material. Und ich würde es gerne basteln. Warum kann ich es nicht basteln? Weil mir Bergelied fehlt. Oh, Gottchen. Ja, okay, ich habe eine Menge ausgegeben. Ich gebe zu. Aber ich weiß, wo ich 2x mehr Bergelied finde. Und danach muss ich einfach... Ja, hoffen, dass ich so irgendwo noch welches finde, ne? Falsche Taste. So, jetzt haben wir, glaube ich, 3. Das heißt, wir brauchen noch 2. Oh ja, da
durch die Crofts Werkstatt Quest haben wir tatsächlich auch eine Begelit-Anzeige gerade. Ich glaube, man kann den auch beobachten aus dem Baumenü, aber will ich gerade nicht. Danke sehr. So, dann schauen wir mal. Okay, das ist ein Krockerdorf. So viele Krockerdörfer. Warum verbinde ich mich doch gleich nicht mit den Krockern? Noch mehr Krocker. Irgendwo müssen die Fexe doch was haben. Fexe. Okay, wir markieren uns das. Wir machen die Karte mit E zu. Und wir reiten los. Einmal um den Berg herum. Ich meine, das Plünderkit brauchen wir sowieso. Das ist nicht optional, wie mir inzwischen eingefallen ist. Denn wenn wir das Dorf einfach so kaputt machen, dann nimmt sich's einfach irgendwer. Wenn wir beim Sumpfwald vorbeikommen. Vielleicht liegt da Begelit. Das wäre dann ganz praktisch für uns, ne? Entschuldigung. Verzeihung. Ich hoffe, hier geht's runter. Okay, wir brauchen den... Au! Du hast meine Elefanten getötet. Das ist nicht das stärkste Dorf, ne? Au! Okay, wir wechseln mal kurz ein bisschen auf Schnapper-Oberschenkel hier. Au! Noch einer. Au! Okay. Wir leben gerade nur noch sehr knapp. Ich habe ein klein wenig vergessen, wie man doch gleich ausweicht in diesem Spiel. Okay, mit Shift. Au. Au. Nicht freundlich. Das war ein absolut unnötiger Kampf übrigens. Ich meine, die haben meine Alperfanten getötet. Das ist einfach nicht nett. Spezies schätzen es nicht, wenn du direkt vor ihnen eine Falle aufbaust. Verständlich. Als König Saba noch lebte, hatten manche der Stämme und Spezies angeblich ernsthafte Probleme, sich von... Okay. So, wir wollen zu unserer Markierung. Wo ist unsere Markierung? Ich sehe sie nicht, aber ich habe Alperfanten gehört. Ist meine Markierung weg? Ja, die Markierung war weg. Ich weiß nicht warum, aber sie war's. Dann haben wir das Krockerdorf. Hier können wir noch die sterblichen Überreste unseres Alperfanten einsammeln. Irgendwo. Wollt ihr das wirklich tun? Ich bin diesmal wieder voll geheilt. Au. Au. Dieser dämliche, unblockbare Angriff.
Okay, das war einfach meine Schuld. Der Angriff wäre blockbar gewesen. Okay, und da weiß ich einfach nicht, warum der Schild nicht gehoben wurde, obwohl ich gedrückt habe. Okay, nochmal. Okay, ein paar Gratis-Stahlseile. Gut, Beute voll, Beute immer noch voll. Ich glaube, hier wäre es gewesen, aber eventuell haben die Sammler schon das Alpaphantenfleisch eingesammelt. Okay, gehen wir weiter. Kein direkter Grund, gerade weiter gegen die Krokodor zu kämpfen. Wir hätten einen indirekten Grund, denke ich, dadurch, dass wir ihre Präsenz direkt schwächen könnten. Da oben, achso, nee, das sind Fluffys. Ich dachte, da oben hätten wir Schnapper. Aber wir gehen trotzdem mal... Obwohl, gehen wir... Nein, wir gehen hier lang. Ich glaube, sonst kommen wir nicht um den Berg dort rum. Okay, Essenz, Oberschenkel... Wir essen noch einen davon. Außerhalb des Kampfes sollte ich nicht die Oberschenkel essen. Das ist dämlich. Aber wenn ich sowas wie Schnapper finde, dann muss ich die jetzt mal ein bisschen jagen. Da hinten aber Fexe, sehr gut. Das heißt, unser Dorf ist hier in der Nähe. Da können wir auch Zeug abliefern, damit wir nicht mehr so überladen sind. Noch mehr Maholz, für das ich keinen Platz... Oh, doch, ich habe Platz dafür. Au. Okay, jetzt habe ich keinen Platz mehr dafür. Das dort... Achso, das ist, wo die... Wie heißen sie doch wohnen? Die Tambas. Oder ist das Fexedorf? Ich glaube, das ist die Rennstrecke, aber ich kann mich irren. Ne, das hier sind beides... Okay, dort hinten haben wir eine Spendenbox und hier haben wir eine, dann wird das Dorf dort irgendwo sein, ne? Ja, da haben wir es doch. Hi, Leute. Hi, König. Ich glaube, dieser Fexe hat sich gerade geputzt. Und hier haben wir den Händler. Sehr schön. Wir sind verbündet. Auch schön. Schnelltransport-Kits, ja, nehmen wir. Und Überfallfackel nehmen wir auch. So, und was geben wir dafür? Grobknochen mögen sie nicht, aber Maholz zum Beispiel schon. Dünneisen will ich nicht geben. Stumpfels können wir geben. Was geben wir noch? Trockentor, nein. Ah, Moment, wir bekommen dauernd Stahlseile. Oh, und Stahlseile mögen sie offenbar. Mögen sie nicht unbedingt, aber sind trotzdem in Ordnung. Okay. Wir geben ein paar Schnapperantennen. Okay. Fehlerhafte Entwürfe. Ein falscher Plan, der für Rüstung und Bauwerke fehlerhafte Entwürfe einführt. Dies führt dazu, dass Dörfer zum Upgrade viel mehr Ressourcen brauchen und qualitativ minderwertige Rüstung bauen. Und Effizienzplan, um das Gegenteil im Prinzip zu bewirken. Okay. Jetzt wollte ich gerade Begelit verkaufen, versehentlich hier schon. Ne, okay, ist in Ordnung. Gut. Ja, kannst jetzt kaum erwarten, dem Häuptling davon zu erzählen, dann mach das mal. Und ich muss weitergehen.
Oh, aber ich muss auch die Folge beenden, denn wir sind bei ca. 30 Minuten. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir dann das Dorf übernehmen. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.